Sprechwunsch. Yo, go check the flow, yo, Sprechwunsch, yo. Tag ihr Nasenbären und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dieses Mal mit neuen Intro, wie ihr bemerkt habt, oder wie ihr jetzt dann bemerken werdet. Ja, wie ihr bemerkt habt, weil ich werde das ja ein bisschen anders umschneiden. Ja, hier kann sich auch MC Disaster mal schnell vorstellen. Moin, meine Mitgamerinnen und Mitgamer, ist zwar meine alte Begrüßung, aber lassen wir es mal. Und willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß damit und schaut einfach zu und lernt. Ja, wir werden jetzt nebenbei parallel aufnehmen hier machen. Also ich nehme hier am PC auf und MC Disaster nimmt mit der App auf. Ja, jetzt werden wir jetzt hier mal diesen App-Rutsch hier bearbeiten, was anderes haben wir hier gerade gar nicht. Und ich habe jetzt hier umherfliegendes Baumaterial, was ich natürlich ein Fahrzeug 19 hinschicken muss. Und lustigerweise, dadurch ich ja mich, wie ich eben schon erwähnt, THW-mäßig spezialisiert habe, und eher wenn ich es ziemlich lustig finde, gleich die ganze Kavallerie loszuschicken, werde ich euch mal zeigen, wie das ausschaut. Wenn wir die ganze Kavallerie losschicken, der THW, das sieht ziemlich lustig aus und diesbezüglich sind auch die Einzelteile schnell erledigt. Natürlich ist es kein Pflicht, wenn ihr dieses Spiel selber spielt oder spielen wollt, dann kann man hier unten auf Hilfe zu diesem Einsatz gehen und dann kann man hier auch sehen, was man brauchen wird und diesbezüglich könnt ihr das auch nur losschicken. Mach einen Verbandseinsatz draus. Dann schicke ich meine Kavallerie nicht los. Das ist AdRutsch, dieser THW. Egal, scheiß drauf, mach einfach. Dann sehen sie mal bei dir am Handy. Einen Großeinsatz. Ja gut, dann werde ich diesen Ansatz hier mal für den Verband freigeben, sofern ich noch weiß, wie das hier funktioniert. Ich habe dieses Game auch schon einige Zeit lang nicht mehr gespielt, aber ich glaube, das Zoom, geht auf diesen... Wo das Zoom-Dingens ist. Zoom-Ding weg, dann gehen wir mal hier drauf. Nein, das ist mit Verbandseinsatz. Darf ich nicht, dann gehen wir mal hier drauf. Zack, Verbandseinsatz. Ja, jetzt ist der Verbandseinsatz. So, wo ist dieser AdRutsch? Da. Ja, wir werden jetzt hier natürlich... mal alles schicken. Das Lustige ist, seitdem ich in der WLAN bin, habe ich fast nur noch AdRutsche. Ich habe zwar auch kleine... Ich bin wieder rausgegangen. Ich habe auch kleine Feuerwehreinsätze, aber die sind in letzter Zeit eher die Minderheit. Und seitdem ich meine Bergungsgruppe 2 habe und meine Fachgruppe Räume, kommen bei mir in letzter Zeit nur noch AdRutsche. Ich habe aber schon eine kleine Liste erstellt und habe sie auch schon im Vorstand beziehungsweise den Spielentwicklern gegeben oder durchgegeben, dass die auch noch mehr THW-Einsätze reintun. Hashtag über mich. Und ja. Hier sieht man auch gerade EOPS-Fahrzeuge losdüsen. Natürlich lauter Feuerwehrler, die eigentlich beim THW-Einsatz nichts bringen. Aber. Massenhysterie. Hauptsache mal die ganze Kavallerie losgeschickt. Ja, falls ihr dann mal bei mir auf dem Video schaut, das sieht man auch die ganze Kavallerie, ne? So, und es wird immer mehr. Ich zoome jetzt einmal zurück, dass man das ein bisschen besser sieht. Und da fährt alles. So, und jetzt zoome ich wieder ein bisschen hin. So, jetzt sieht man es noch besser. Schauen wir jetzt so hier. Könnt ihr es gut sehen, hoffentlich. Wenn nicht, dann macht die Augen auf. Ja, jetzt kommt langsam die ganze Kamera. Das Lustige ist, beim AdRutsch kommt Feuerwehr. Ich meine, gut, Rüstwagen und so vielleicht noch Einsatzleitwagen, aber... Großer Einsatz. Krankenwagen und Drehleiter mit Korb. Oder ist, Polizei ist auch irgendwo unterwegs. Ich sag's zwar nur ungern, aber das ist voll kein AdRutsch mit Personenschaden. Und ich muss mal hier schauen, bei mir zum, schon mal her, bei mir, wenn du mir guckst. Oh, Polizei sogar dabei irgendwo in der Nähe. Polizei habe ich auch mitgeschickt. Ich kann da auch mal gerne etwas näher ranzoomen, dann seht ihr es vielleicht auch. Da, sehen wir es da schon. Da, Polizei. Wenn ihr es da ungefähr in der Mitte des Bildschirms sieht. Bei mir ist natürlich noch lustiger. Denn bei mir, bei der THW, gibt es auch einen Anhänger, das alleine fährt. Ah, da oben habt ihr es ganz kurz gesehen. Ich gehe nochmal kurz runter, ganz oben am Bild. Seht ihr das? Ja? Gut. Selbstfahrender Anhänger. Ja, Leute, das war ein kleiner Programmierungsfehler seitens der Entwickler, die werden es aber auch hoffentlich bald beheben. Ich habe das denen ja auch schon als Mängel angekündigt. Hashtag EO. Ja, und ich habe es an unseren Programmierer weitergeleitet. Ebenso habe ich auch weitergeleitet, dass wir einsatztechnisch noch ein wenig mehr machen könnten.
Ja, also im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall das Prinzip von Leitstelle. Wie schon gesagt, wir haben auch einen Verband, der mittlerweile ziemlich gewachsen ist. Aktive Spieler hatten wir am Anfang eigentlich nur ab und zu mal Drachenritter Let's Play, der hier auch gut vertreten ist. Für den wir jetzt hier aber keine Werbung machen. Bin ich fies. Und Oh. natürlich Sascha Banks, aka Eob Let's Play. Und natürlich mich. Ja, und seit kurzem kam auch mein Vater mit dazu. Ja, und dein Vater hat Leute in meinen Lehrgang geschickt. Läuft bei ihm. Und zwar hat er 4 Stück geschickt. Naja, gut, er braucht da langsam einen Kran. Dazu habe ich ja den Feuerwehrlehrgang eröffnet. Ja, und dann, wie schon gesagt, am Anfang war es eigentlich nur Eob und ich, die das Game regelmäßig gespielt haben. Um ehrlich zu sein, ich habe es teilweise einige Zeit sogar regelmäßiger gespielt als Eob. Als Entwickler eigentlich ziemlich schade. Willst du mich jetzt hier runde machen oder was? Bisschen. Du kommst wieder und willst was von mir. Ja, dass du nicht mal THW-Ding brauchst für meine Weiterbildungen. Das muss ich mir dann ganz scharf überlegen, gell? Wir sehen, also Drachenritter Let's Play, ich hätte jetzt fast Dr. Let's Play gesagt. Oder wie er sich früher genannt hat, Olaf Let's Play. Er hat ja beide Accounts da drinnen, die sind hier auch vertreten. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber Power Trio kennt. Ganz ehrlich, solltet ihr nicht. Achso. Der, also wie schon gesagt, der ist auch YouTuber. Keine Ahnung, wie groß er mittlerweile ist. Ich gucke nur gelegentlich mal rein. Ist aber momentan generell nicht so aktiv. Den kennen wir übrigens auch privat. Oh, dein Vater hat uns hier ein kleines Bild reingesteckt, schau. Läuft bei ihm. Sogar das offizielle Bild der Feuerwehr. Nach ihrem, nach dem Motto. Also er hat es geschafft, wo ich was machen wollte, hat es nicht geklappt. Ja, hat wahrscheinlich ein entsprechendes Bild gefunden, weil. Ja, Leute, ich kann es euch mal zeigen. Jetzt werdet ihr gleich einen Lachanfall kriegen. Wir gehen jetzt mal hier auf die Wache meiner Cousinchen und gehen hier auf. Wo ist es? Jetzt muss ich selber kurz überlegen. Ich weiß Warum ist die nicht. eigentlich nicht bei uns in dem Verband? Weil die nicht mehr spielt. Die hat nur kurz gespielt. Über meinen Account. Ja, und dann könntest du ja trotzdem mehr oder weniger ihr Zeug übernehmen. Hast ja bei All About Zeit lang gemacht. Wie schon gesagt, die hat hier über meinen Account gespielt. Naja, und wie schon gesagt, ihr könnt hier, wenn ihr mitspielt, natürlich auch bei uns jederzeit beitreten. Aber vorher bitte ich euch, hier im Forum die allgemeinen Verbandsregeln zu lesen. Und ich sehe gerade, da ist eh ein neuer Eintrag reingekommen. Ich kann mir ein neues Fahrzeug leisten. Das Lustige ist ja, bis ich das lese, ist es schon lang beendet. Stimmt, der Verband ist beendet. Gut, dass du das sagst. Das muss ich gleich nachschreiben. Ja, ansonsten, ich sehe gerade, es könnte sein, dass unser Einsatz beendet wurde. Wurde er auch. Und wir haben natürlich als neuen Einsatz natürlich was bekommen? Ein Ein Erdrutsch. Erdrutsch. Weil das Leitsternspiel anscheinend nicht genug von meiner THW haben kann. Hurra, wir leben noch. Na gut, dann schicken wir diesbezüglich halt wieder ein paar THW-Einsatzkräfte hin. Hey, ich glaube, die Feuerwehr fährt. Wo hast du deine hingeschickt? Die fahren sogar hier in die Nähe. Schicken wir da mal wieder THW hin, natürlich mal wieder Massenhysterie anstatten. Was war mit dem da? So, ja, zu mir. Ich habe jetzt hier noch ein Löschfahrzeug, wo ich benötige. Wieso hast du drei Einsätze und ich immer jeweils nur zwei? Oh, größerer Ansatz. Wie schon gesagt, ich werde jetzt hier mal wieder eleganterweise meine kompletten THW-Einsatzkräfte bringen. Bringt auch die Einsätze schneller zu Ende und man kriegt schneller Geld. Neue Leute werben, 3 Tage. Solltet ihr übrigens auch regelmäßig machen, dass ihr eure Feuerwachen draufklickt, auf neue Leute werben und immer gleich 3 Tage wählen, weil man kann nie genügend Leute haben in seinen Feuerwachen. Ja gut, dadurch ich mich jetzt nicht so auf die Feuerwehr spezialisiere, ist es für mich eher nebensächlich. Wie schon gesagt, mein Spezialgebiet wird hauptsächlich die THW sein und eventuell auch die THW bleiben. Ansonsten, hier technisch gesehen, müsste ich euch eigentlich nicht. Doch, möchte ich eigentlich schon noch. Und zwar, hier auf meinem Profil, wie ihr seht, könnt ihr hier alles Mögliche machen. Man kann hier auch das Geld sehen, eigentlich. Aber ich gerade. Ah, da hat man mein Geld gesehen. Ich habe 145.000
Und um mir ein neues Gebäude leisten zu können, beziehungsweise ja, ein neues Gebäude, weil ausbauen tue ich ein anderes Mal, brauche ich hier jetzt, wenn ich jetzt wirklich Ding möchte, mich mit der THW weiterbilden möchte, bräuchte ich jetzt hier wie viel? 300.000. Das heißt, ich habe noch ein gutes Stück Arbeit vor mir, aber die zahlen sich aus. Und natürlich nicht mal wieder raus. So, und wenn ihr danach kontrollieren wollt, wenn ihr mehrere Wachen habt, wie sehe ich jetzt, könnt ihr auf, mal suchen, wo die Leitstelle bei mir ist. Die ist da unten. Die ist, glaube ich, genau mittig in der Stadt. Und dann könnt ihr nämlich hier gucken unter Gebäude. Und dann seht ihr, dass ich jetzt zum Beispiel hier beim Rotes Kreuz Krankenhaus Schwabach auch noch meine Leute werben muss. So. Und dann habe ich das wieder überall getan und dann kriege ich wieder Leute dazu. Und ich Krass. habe zwei Einsätze, einmal einen Sperrmüll und einen Flächenbrand. Der Flächenbrand, da brauchen wir noch mehr Wehrleute. Wegen ein Feuerwehrmann. Macht euch halt nass. Mach ich ganz Ja. einfach, stell zum Verband. Ich habe noch drei Löschfahrzeuge mit, die ich da schicken kann. Das sind auf jeden Fall 9 Leute. Das sind 8 Leute zu viel. Habe jetzt einfach irgendwas hingeschickt, aber ich kann dir mal meinen Sperrmüllbad mit neu stellen. Ja, stell dir mal deinen Sperrbrand neu. Sperrmüllbrand. Aber ich glaube, ich habe gerade selber einen Brand reingekriegt. Ja, ich habe keinen Brand reingekriegt. Das ist ja wahrscheinlich der Brand von dir. Jawohl. Alarm, Alarm, Alarm. Gut, dann hau da mal, oh jemine, meine 3 TLFs rein. Damit auch mal meine Feuerwehr was zu tun hat und ihr nicht nur meine blaue Front, sondern auch mal meine kleine rote Front ausbauen seht. Großbild. So, jetzt seht ihr hier meine kleine rote. Nein, das ist nicht meine kleine rote Front. Wo ist meine kleine rote Front? Wo ist meine kleine rote Front? Vollbild. Ah, hier oben seht ihr meine kleine rote Front ausrollen. Hier, das ist. Verkehrsunfall. Das ist. Ja, den. Wollen Hysterie rausschicken? Gummi sollte helfen. Wie schon gesagt, hier ist meine kleine rote Front. Besteht gerade mal aus drei winzig kleinen Fahrzeugchen. A9 Mann oder vier. Keine Ahnung. Auf jeden Fall voll besetzt. Oh, ist das süß. Schau mal her. Das sieht doch recht putzig aus, die kleine Schlange. Soll ich mal meine Massenhysterie Dagegen fühlt sich mein THW langsam wie das alte Nokia-Spiel rausschicken? Snake. Am Anfang war mein THW auch so klein und mittlerweile ist es so groß. Ich glaube, innerhalb von 2, 3 Tagen habe ich die ganzen Autos mit Hilfe von EOPs damaliger THW-Schule machen können, die er danach leider wieder abgerissen hat. Sonst hätte ich jetzt auch noch Fachgruppe Wasser gefahren, die mir aber hier mitten am Land eigentlich nichts bringt. Vielleicht hole ich die mal raus, Doch, du wenn. brauchst die Fachgruppe Wasser und zwar für, warte, ich zoome ran. Da ist der See und da ist der See. Das kann man gar sehen, dann ist er Bayer. Sonst wäre er ja nur hier an der Johanneskernschule kleiner See. Ja, das ist Kassi, das ist der Sportplatz, Bitch. Oh. Hey! Da schauen vielleicht auch Leute unter 18 zu. Aber wir hätten hier Jetzt zu. muss man ein FSK 18 reinhauen. Jetzt muss man das alles zensieren. Happy! Also wie schon gesagt, also richtig Wir hätten lernen das würde. Parkbad, wir hätten den Stadtpark. Rentieren würde sich zum Beispiel ein. Fachgruppe Wasser gefahren hier in Spalt, beim Brombachsee rundherum die kleinen Käfer. Oder Oder am Kanal entlang vielleicht suchen wir irgendwie. hier mal Gunzenhausen, da beim Alpensee. Genau, bei Gunzenhausen war ich damals zwar Ding spielen, Minigolf spielen. Gunzenhausen, Alpensee in der Gegend. Ja, du kannst aber hier am Kanal entlang was machen oder Du am willst Hafen. nicht nee, wissen, Oder was ich, am Hafen. Oder du am willst Hafen. nicht wissen, was ich jetzt hier gelesen habe. Ja. Du könntest aber am Hafen könntest du dein Wasserdingens machen. Hatte ich eventuell vor. Oder halt. Was schon hier ist von der Gegend schon her? Oder hier Allersberg-Hilpoltstein. Hilpoltstein, ja. Hilpoltstein wegen schon alleine hier diesen netten kleinen See. Nennt sich Rotsee. Oder hier, schau, Neukatzmann. Du hast nämlich hier die Rednitz, du hast hier den Kanal und du hast dann hier oben den Ding. Dann würde ich aber eher Herbersdorf hier eine machen. Oder Herbersdorf, genau. Du Ja, hast dann da hier den bin ich leider Kanal weniger mittig. da und dann hier oben die Rednitz. Außer ich hau 3 Nebenwachen mit Wasser gefahren Oder rein. noch besser, guck mal. Eichelsdorfer Keller. Rednitz, Ding und hier oben den Kanal. Ja, kann ich auch machen, ja. Was ich auf jeden Fall vorhabe zu machen, meine Freunde oder auch Nicht-Freunde, das wird sich noch rausstellen.
Auf jeden Fall hatte ich vor, einen kleinen, weil ihr seht ja hier vielleicht einen Sonderlandeplatz, Schwabach-Büchenbach. Da habe ich eventuell vor, so eine kleine Werks-THW zu machen, auch wenn sich das eigentlich nicht lohnt, weil wer hat schon eine Werks-THW? Aber hier ist nämlich auch ein kleiner Ding, vielleicht könnte man da einen auch noch Ding tun. Naja. Das ist ja auch mal wieder voll die Ironie. Friedhof, Bahn, Totenruhestörung. Aber echt, Alter. Störung der Totenruhe in Altstadt. Typische Fehlkonstruktion der Städteplaner. So, hier. Ah, wie ihr seht, meine Feuerwehr ist langsam oder mehr schon am Verbandstreff angekommen. Und meine blaue Front rollt auch langsam ihrem Ende entgegen. Also damit meine ich das Einsatzende, ne? Nicht die So, Abschlachtung hier oder habt so. ihr jetzt genau mein ganzes Gebiet im Blick. Ich habe schon eine Massenrückalarmierung. Ich würde mal sagen. Ja, ich muss jetzt im Teamspeak übrigens noch schnell. Ich glaube, der Einsatz ist abgeschlossen und tue ich ja mal in diesen Channel rein switchen. da war mal wieder mit seiner Zucht jemand ziemlich unvorsichtig und hat deswegen ein brennendes Gras verursacht. So, machen wir das mal hier auf der Seite zu So, und dann dann werde ich da der. mal meine kleine rollende Front hinschicken. Und damit würde ich auch sagen, beende ich jetzt erst einmal diesen ersten Part vom Leitstellenspiel. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen schönen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt auch einen Daumen nach oben da. Abos werden bei mir natürlich auch sehr gern gesehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal bei Eob Let's Play vorbeischauen. Da würde ich mich bestimmt auch über den einen oder anderen Like freuen und natürlich über den einen oder anderen Abo. Und dann würde ich mal sagen, von meiner Stelle her, schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr es anschaut. Viel Spaß noch dabei und auf Wiedertschaußen. Willst du noch sagen? Ja, dann sage ich auch mal bei MC Disaster im Video. Sage ich auch mal, ja, dann auf Wiedersehen und viel Spaß beim Zuschauen dieses Videos. So Leute, ich bin jetzt natürlich hier wieder auf der großen, ne, weil da kann man ein bisschen besser das Ganze begutachten. Und wir haben wieder mal einen Mülleimerbrand an der Bahnhofstraße. Und keine Sorge, für euch bin ich natürlich noch weiterhin da, um natürlich noch mehr Quatsch mit Eob Let's Play zu machen. Ja, wir brauchen hier langsam extra an Let's Play-Sekretärin, die uns jedes Mal einen Kaffee nachschubbelt. Lisa! So, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt gerade eben die Linie ein bisschen versetzt. Oh, sowas kommt immer bei Let's Plays, weißt du? So, ich will später neu starten. zu genial. Ja, Der ich werde. PC wollte sich auch mal zu Wort melden. Draußen stürmt's wie die Hölle. Stimmt, die Häuser bewegen sich. Ja, währenddessen werde ich schon mal mein Projekt vorbereiten, damit ich es dann später hochstellen kann. Du kannst auch jetzt hochstellen, theoretisch heute. Na, ich werde es noch zumschneiden. Ach Mein so. Intro und alles. Ach so, ja, das dauert noch ein bisschen. Aber ansonsten würde ich es ja schon hochstellen, aber ich muss ja noch mein Intro zusammenschneiden. Genau so. Ja, wie ihr seht, ich habe mich mit der Feuerwehr schon hier ziemlich in der Umgebung ausgeweitet. Als nächstes wird wahrscheinlich sich in die Richtung ein bisschen ausgeweitet und ein bisschen nach da unten. Denn hier in Regelsbach gibt es zwar, ich weiß, auch eine kleine Feuerwehr. Und zwar müsste die hier sein. Da haben wir sie doch schon. Feuerwehr. Dann hier weiß ich nicht, ob es da eine Feuerwehr gibt. Leidelshof. Ja, da gibt es auch eine. Gott, wie meint das jetzt? Meint das jetzt 16 zu 9 oder 9 zu 16? Dann hier in Aber erstmal Kustenfelde 16 zu 9. haben sie auch eine Feuerwehr. Also im Endeffekt kann man sagen, es ist in jedem Kaff eine Feuerwache. Das heißt, dementsprechend werde ich auch in jedes Kaff eine Feuerwache reinsetzen. Hier haben wir aber keine Feuerwehr, so wie es ausschaut. Nee, in Kotzdorf haben wir keine. Dann haben wir hier eine in Lötzdorf. Ah, Lötzdorf hat wieder eine. Wo ist mein? Ah, muss ich Aber alles holen. Kotzdorf ist größer und hat keine Feuerwehr. Okay, läuft. Läuft bei dir? Ja, bei mir, also wenn ich jetzt ein bisschen sprachlos bin, sprachlos in Schwabach. tut es mir leid, ich bin hier nebenbei nämlich auch schon bei meinem Zusammenschneiden und Vorbereiten fürs Hochladen von meinem gerade eben aufgenommenen Let's Play.
Beim Rohr hat eine und Dann kann es sein, dass ich jetzt Buchschwabach eher ein bisschen hat keine Feuerwehr. Buchschwabach ist weiser bin. feuerwehrlos. Wie habe ich das damals gemacht? Als ob der sogar die Windmühlen mittlerweile reingebracht hat. Schau hin, da. Hallo, der hat vor ein paar Tagen ein komplettes Server-Update mehr oder weniger gemacht. Mich würde sehr wundern, wenn er es nicht reingebracht hätte. Da hätten wir wieder Feuerwehr, dann könnten wir vielleicht hier auch noch eine, wenn ich näher ranzoome. Schauen wir mal. Als ob ich jetzt Müll, eine Mitte nicht Post. finde. Wo ist denn diese Feuerwehr? Gibt's nicht. Tretendorf? Keine Feuerwehr? Gehen wir da Feuerwehr. Ja, ihr seht, ich habe hier in der Umgebung extrem viel zu tun. Was denn? Oh, noch ein Mülleimerbrand, genau neben den anderen Mülleimerbrand. Wieder mal in einem Krankenhaus? Nee, nicht. Na, Sonst passt wäre es doch. nämlich, sonst wäre es gerade im Krankenhaus. Die Ausweitung. Ja, die Feuerwehren kehren langsam in ihre Wachen teilweise zurück. Heißt, ich kann dann dem Endeffekt die Leute zuordnen. Normalerweise müsste es doch da sein, denn hier, dann hier beim Daumenwarte, nein, ist aber nicht. Da ist ja auch nicht. So. MC Disaster versus Handy. Kennt der die auch nicht? Kennt der diese Supercard? What the fail? Ja, so sieht's aus wie Oh, das. Nachbeorderung. Tja. So sieht's aus wie das gerade, ehrlich gesagt, das Handy am Gewinnen. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, wo das Aber in den Ganze ist. normalen Videos wahrscheinlich. Nein, das war bisher eigentlich normalerweise nur der Cyberlink. Das mal über normale Videos vielleicht. Sprechwunsch. Oh, hier geht was. Gehen wir mal da ab. Das ist hier wahrscheinlich. Na Natürlich jetzt komm, nicht. mach auf. Ja, da haben wir noch den Sprechwunsch schon. Zurück zum Einsatz. Den müssten wir sogar hier öffentlich stellen, weil da bräuchten wir noch einen Rettungswagen von Herrn Disaster. Der das macht, sobald er hier das richtige Ding gefunden hat. Begleitet. Willst du mich verarschen? MC Disaster wird von seinem Handy verarscht. Ja, den Einsatz können wir gerade nicht machen, weil wir nicht das Fahrzeug frei haben, das wir brauchen. Moment, noch mal von vorne. Sind hier alle eingerückt? Wenn ja, dann können wir uns hier mal. Nein, nicht alle eingerückt, okay. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Dann können wir Irgendwas schneller rein. ist da falsch. Personal. Mal beschaue, ob ich die nochmal zuweisen konnte. Und ich stelle mal schnell im Browser das um. Und zwar stellen wir jetzt doch nochmal die Einsatzgeschwindigkeit zurück. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann muss ich scheinbar ein anderes Schneideprogramm suchen. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht mein Intro umändern muss. Mein visuelles. Leitstelle. Gebäude. Da drauf. Ah, da Personalzuweisung. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel das Fahrzeug hat, besatzungstechnisch. Ha! 3. Jetzt glaube ich, was der Zuweisen, Fehler ist. zuweisen, zuweisen. So. Jetzt weiß ich, was der Fehler ist. Personal zuweisen. So. Produzieren. Zuweisen, zuweisen, zuweisen. So. Das waren aber auch, glaube ich, bloß 3 bei den Fahrzeugen, ne? Genau. Ja, Leute, ich habe jetzt mittlerweile den Fehler herausgefunden. Anstelle, dass ich es auf meinen internen Speicher produziere, habe ich Disaster-like-mäßig natürlich alles auf meinen internen Speicher, auf meinen externen Speicher produziert. Was natürlich zur Folge hat, dass er die Daten nicht rauslesen konnte. Jetzt wird es hoffentlich gehen. Das Lustige ist, das wird noch lustiger.
So, ich tue nebenbei, wie ihr seht, hier mal die Angestellten der Fahrzeuge zuweisen. Weil dann sind die Leute für dieses Fahrzeug reserviert. GWL 2 Wasser, sind da extra geschulte Leute? Nee. Gibt es, glaube ich, keine extra Schulung. So, zugewiesen. Was ist denn jetzt für ein Fail? Hä? Ah, so. So, da haben wir hier auch die drei zugewiesen. Hier kann ich wahrscheinlich kein Personal zuweisen, oder geht es auch so? Ah, das geht sogar. Dann kann ich das jetzt während den Einsätzen machen. Was hat man da? Metrischer Brand. Da war doch noch ein Einsatz irgendwo. Ja. Ah, da hinten ist ein Einsatz. Baum auf Straße, das ist doch ein kleiner Mini-Einsatz. Und das Handy meint mich weiterhin verarschen zu können. Dann entlangt eigentlich ein Rüstwagen, theoretischerweise. So, dann gehen wir mal wieder hier, Feuerwehr Limbach. Drei Leute. Eins, zwei, drei. GW Öl, da müssen wir mal gucken, ob wir da personalmäßig was Spezielles haben. Nee, haben wir nicht. Ach man, jetzt hat mir jetzt wieder runtergescrollt. Dann machen wir mal die Penzendorfer. Haben wir hier personellmäßig irgendwie spezielle Leute? Nö, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen den ERW eigentlich umstellen in die Schwabacher Wache. Als ob mich gerade das elegant verarscht. Verschieben. Wache ist bereits voll. War klar. Dann machen wir das jetzt anders. Ich weiß nicht, wer sich damals alles eingegeben hat. Ja, das merkt man, dass ich schon seit 2 Monaten nichts mehr hochbringen konnte. Weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Gerade noch so, dass ich das Neujahrsspecial damals hochbringen konnte. Dann lege ich den hier um in die Wache. Und dann kann ich nämlich... jetzt fährt er dahin. Hobby los. Hier haben wir, glaube ich, die entsprechende Ausbildung von Leuten her. Schauen wir mal. Genau, da ELW-2-Ausbildung. Und die ELW-2-Ausbildung machen wir uns natürlich daran zunutze. Und schieben hier... Okay, Leute, dann probieren wir mal was anderes. Den Einsatzleitwagen. Das dachte ich mir. Wobei, stopp mal. Jetzt müssen wir mal gucken, gibt es eine Ausbildung für diesen Einsatzleitwagen überhaupt? Kann ich jetzt nicht einsehen. Das weiß ich jetzt leider nicht, Leute, weil ich glaube, es könnte theoretisch auch sein, dass wir für den ELW keinen speziellen Ausbildungsversuch wagen müssen. Egal, wir führen den jetzt einfach mal entsprechend die Einheiten zu. Und schauen mal, ob das dann funktioniert, weil so wie es ausschaut, funktioniert es. Wenn das sich hier, ich mir hier gerade ein bisschen verarscht vorkomme, von meinem eigenen Handy. Nice. Mich verarscht gerade schon der Leitstellenspiel. Dann hier kann man dann auch wieder Leute hinzuweisen natürlich. 3 Stück.
Und die Einsätze arbeiten wir dann gleich im Anschluss ab, sobald wir hier alles zugewiesen haben, weil dann wissen wir nämlich genau noch, wie viele Leute wir haben. Und wie viele Leute wir noch nachbeordern müssen im Endeffekt. So, jetzt sind mal die umliegenden Wachen schon mal versorgt. Dann fehlt jetzt noch Unterreichenbach. So, ich glaube, jetzt haben wir den Fehler, glaube ich, gefunden. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Wollen wir gleich sehen, ob es klappt, wie ich das wünsche. Wenn ja, dann haben wir es richtig gemacht. Wenn nein, dann haben wir es richtig gemacht. Dann stimme ich nur zu Bilder. Was übrigens meine größere Theorie wäre. So, was? NXT-Präsentation? Achso, das war das mit Bailey und Page. So, dann haben wir hier noch Zuweisung und dann die Feuerwehr Schwabach. Da muss ich mal gucken, wie ich das denn mache. So. Habe ich das jetzt überhaupt richtig gemacht? Gehen überhaupt zwei Leute an? Ja, gehen wir. Ja, es hat geklappt. Und dann sind nämlich ab sofort hier genau die Leute zugewiesen. Und dann sind auch meine Fahrzeuge immer voll besetzt. Und das gibt natürlich dann den Bonus, weil dann eben die Einsätze viel schneller von der Hand gehen. So Leute, ich habe es irgendwie geschafft. Ich meine, das Video wird jetzt produziert. Ich gehe in den Speicherplatz, das war mir fast klar. Gehen wir doch lieber mal auf den externen. Die sind ja bereits alle zugeführt, ne? Ne, sind sie nicht. Produzierst du jetzt oder nicht? Willst du mich verarschen? Knallt, Shepherds und Pimperts draußen. Ja, jetzt produziert. Der Neff. Hat der entsprechend seine Fahrzeugleute drinnen? So, wenn das jetzt produziert, ich glaube, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, aber egal, kann ich jetzt weiter versuchen, eher zu helfen, beziehungsweise meine eigenen Einsätze nebenbei noch zu dingsen. So, dann schauen wir mal, ob das so funktionieren tut. Hast du schon ein RTW hingeschickt? Mein RTW ist nochmal hingefahren, ja, glaube ich zumindest. Sind jetzt schon zwei unterwegs, oder? Mm-mm. Der ist gar nicht mehr hingefahren, die faule Sau. Okay, dann schicke ich zumindest mal meinen hin. Hat er unterwegs schon mit aufgemacht, oder was? Mhm. Also einer ist jetzt unterwegs. Ich hoffe mal, ne, schon allein wegen der Namensähnlichkeit, dass meiner Claudia F macht. Man kann deiner nämlich Sarah B machen. Hm? So würde nämlich Sascha Banks Sarah B machen. Hm? Das hätte einen Hauch von Selbstironie. Stell dir mal vor, dein Mitarbeiter im Fahrzeug heißt zum Beispiel Sarah B. und verarzt eine Sarah B. Schlimmer wär's, also geiler wär's natürlich, ne? Wenn die eine Sascha B., ja? Ein Sascha B. verarzten müsste. Hm. War schon Männlein Sascha B.? Verletzter und Weiblein Sascha B.? Nur der jetzt denn oder sowas. Ja, das wäre aber auch Ironie. Aber gleicher Name generell wäre halt geil. Ja, ich muss mir wir hatten ja hier schon mal Namen, die wir kennen, ne? Ich sag nur Initialien NB. Oder M.
MA. Ja. So, da ist natürlich jetzt das Fahrzeug unterwegs. Ich kann mal froh sein, dass es da noch kein NC gab. Aber gut, mein Name ist sowieso selten in solchen Spielen. Auch wenn dann in einer anderen Schreibweise. Spermelbrand. Tractor Brand. Der hat wohl seinen Sportauspuff nicht vertragen. Was denn ist? Ja, er spielt, glaube ich, jetzt gerade wieder auf meine hinterlistige Tour an, wenn Red Player bei unserem GTA im Online-Modus meine, die müssen uns nerven und die gehen dann in einen Laden hinein. Und ich belege dann eine Annäherungsmine direkt vor dem Eingang dieses Ladens oder direkt an der Fahrertür des Fahrzeugs von diesem Red Player. Und wenn der sich dann seinem Fahrzeug nähert oder den Laden verlässt, dann macht es auf einmal bip, 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 bip und dann macht es Wumms und dann ist er weg. Und dann sieht man nur noch da, er hat den und den gekillt. Ja, in dem Moment, wie ich, so wie ich, also wenn ich über das Account meiner Freundin spiele, dann wäre es ja Killer Queen AJ. Ja, wenn ich, über das ich irgendwie komischerweise am meisten zocke. Ja, mein Gott, meine Tosnelde da drin ist nun mal schon, glaube Level 80 oder so. Ja, angefangen damals dort und angefangen und bei meinem eigenen Account bin ich gerade mal Level 4 oder so. Das ist ja der Grund, warum ich ja auch mit meinem männlichen Account aufgehört habe und meinen weiblichen weitergemacht habe. Mary. Schizophrenie. Ja gut, ich meine deine Freundin, die Mary, sagt dir nichts dagegen. Ja, schon klar. Man, sie ist ja eh die meiste Zeit damit beschäftigt, mit ihr mal Konserve zu spielen. Ja, oder manchmal lässt sie auch dich zocken, aber meistens zockst du ja dann mit einem Typen. Und okay. Streitest dich mit ihren Freunden, was meine Freundin erzählt hat. Hast du noch deine Feuerwehr frei? Wenn ja, dann machen wir mal den Wohnwagenbrand, der gleich ums Eck ist. Ja, dann stell mal kurz den Verband. Zieht euch das mal rein, Leute. Hier ist seine Wache und hier ist der Wohnwagenbrand. Ja, aber Erbs-Leute werden alarmiert, obwohl es eigentlich bei mir um die Ecken ist. Wohnwagenbrand habe ich bekommen. Und natürlich in alter Revolution-Manier. Alles losgeschickt. Großer Glück. Hey, schau mal, die Leute hier drinnen werden akustisch gefickt gerade. Oh ja, aber ringsherum, ey. Die haben akustisch echt die Ausgabe. Das müsst ihr übrigens an der App auch noch ändern. Weil, wie ihr das vielleicht mitbekommen habt, ich spiele sie übers Handy. Du kannst ja auch über meinen Bürorechner zocken. Und ihr habt spielt sie über Ding. Und das solltet ihr am besten auch noch auf der App machen, dass da diese Linien sind, dass man auch sieht, wo dann ungefähr die Fahrtlinie ist. Alles schön und gut, dass es so gemacht ist, dass ihr das vielleicht an Serverleistung oder so sparen wollt. Aber wäre doch optisch auch um einiges lustiger, wenn das käme. Vor allem, wenn deins dann durchgezogen wird, meins durchgezogen wird und dann von der Stadt wirklich wegen ganzen roten Linien gar nichts mehr zu sehen ist. Sieht lustig aus. Hatten wir schon mal. Man muss ja auch sagen, ich meine, die App, die ist ja später kreiert worden als das Spiel selber und die ist ja noch im Endeffekt ist die App ja noch nicht ganz ausgereift. Ich meine, die App ist ja noch in Kinderschuhen. Ist das eine Beta? Die könntest mehr oder weniger auch noch als Beta ansehen, weil die ist ja noch nicht... Ja, ich bin Beta-Tester! Die ist ja noch nicht voll ausgereift, die App. Auf jeden Fall dürfte eigentlich, wenn der Eob da mal kurz hochgeht nach Eichwarsen, eigentlich meine Leute gleich auch... Hey, der fertig von Einsatz fährt heim und der kommt entgegen. Hey Kollege, warst du schon bei Burger King? Da soll es einen guten Chicken McNugget geben. Schön, schau ich noch einen Satz mal vorbei. Wir wollen jetzt mal nicht über die Unterreichenbacher Feuerwehr sprechen mit meinem Kollegen. Weißt du, was lustig ist?
Die haben ja meine keine Lust mit rauszufahren. Die sind bereits. Ah, die sind bereits da. Die sind bereits dort. Die sind fast schon wieder weg. Schau mal her, wie schnell das geht, Alter. Fertig. Das geht ungefähr so schnell weg wie dein Akku. Wenn er mal lädt. Wenn er mal das Phänomen eintrifft, dass er mal lädt. Und dann, wenn er dann auch bloß bis 40%. Ja, aber wenn er denn... Wieso haben wir noch keine Sprechwünsche? Wenn er denn bei 40% ist, ne, dann entlädt er sich genauso schnell, wie dieser Einsatz fertig wird. Gut, und dann hier, das Lustige ist, der heißt Konrad-Lemmermann-Straße bei uns in THW, da gab es einen Lemmy. Also auch einen Lemmermann. Hm. So, Leute, ich tue jetzt mal die ganzen Löschzüge schon mal zurückordern. Auch die Funkstreife werde ich zurückordern, weil wir im Endeffekt jetzt nur noch auf die Ding warten müssen. Du hast recht, warum haben wir noch keine Sprechwünsche? Mich würde jetzt eher interessieren, wer macht wen? Ich mach Sarah B. Ernsthaft? Du hast echt Sarah B bekommen? Mhm, hier. Ja, wie nice ist das denn? Das heißt, ich habe Claudia F. Und der Notarzt bearbeitet gerade Claudia F. Also die scheint schwerer verletzt zu sein. Ja, klar, obwohl Claudia F. eigentlich von beiden her weiter ist als Sarah B. Mit Sarah ist es jetzt vorbei. Aber ich habe eine neue. Sie heißt Carmen. In meinem Fall, sie heißt Diana. Aber Diana mag auch kein Hip-Hop. Oh, ja, okay. Ja, auch Stevie B. Ich weiß noch, als ich das erste Mal sah. Ich kann mal dein Geschäft und du schaust dann. In dem Moment wär's. Wir saßen zu viert da und du saßt mir gegenüber oder irgendwie so, weißt du? Mit deinen schönen roten Finger im Haar standst du da und oh, wow. Hey, die Rückalarmierungsarmee. Aber mein Was? Mann! Was? Weißt du, was lustig ist? Hm? Bei dir hat die RTW Sarah B. Bei mir aber auch. Ja, Sarah B. Und bei dir da oben Sarah B. Hm? Fail. Grafikfehler. Das Lustige ist dein RTW. Aber gut, bei dir steht hier RW. Das heißt, dein Rüstwagen ist bei Sarah B. Sprechwunsch. Yo, go, check the flow, yo, Sprechwunsch, yo. Das kann sein, dass ich jetzt auch einen habe. Aber in was für eine Materie? Ich hab bei dir. Nee, ich hab keinen Sprechwunsch. Wie Sprechwunsch, wie Sprechwunsch. Hatte jetzt was. Ach ja. Wegen einem Sprechwunsch habe ich jetzt 5 Sprechwünsche bekommen. Ja, dann schauen wir mal, was wir wollen. Also Claudia F. bekommst du und Sarah B. habe leider ich bekommen. Kann ich dir gleich sagen, wer weggefahren werden muss? Claudia F. Mark W. liegt im Krankenhaus. Aber sogar mit der Sprechwunsch. Mit der richtigen Schreibweise. Sprechwunsch. Habt ihr das jetzt einmal mit euch? Halt, stopp mal, die Sprechwünsche kommen von woanders her. Bei mir kommen sie vom Verkehrsunfall. Jetzt hat meiner einen Sprechwunsch bekommen. Das heißt, ich muss jetzt Sarah B. Oh, Unfallchirurgie. Das hast du gar nicht. Kannst du aber trotzdem reinlegen ins Krankenhaus. Geht schon. Mache ich auch, aber genau für solche Fälle sollte deine Unfallchirurgie bald mal fertig werden. Das baut ja gerade derzeit aus. Ich glaube, das baut sogar den Unfall aus. Also, für du jetzt neu gesagt hast, hast du Unfallchirurgie gebaut. Ja, deiner hat noch Sprechwunsch. Hab ich gerade bearbeitet. Der ist eigentlich schon unterwegs zum Krankenhaus. Ja, da fährt er. Gelber RTW. Davon beide, oder? Ja, das ist deiner. Mit einem Wenden leisten lassen. Was hat denn der für einen Patienten drin? Das müsste doch irgendwo stehen. Du darfst das Sascha B haben. Claudia F. Die Linie.
Ja gut, währenddessen mache ich jetzt hier noch meine Erdrutsche weiter. Die mich aber nicht in Ruhe lassen. Wohnwagenbrand. Schon wieder? Wieder bei mir im Gegend? Nee, das mal nicht. Kannst du ja selber machen. Sehr nett mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann müssten wir dann sozusagen den Einsatz auch schon durch haben. Und dann fehlt Theorie. Naja, die Stadt wird wieder akustisch gefickt. Na, doppelt, Alter, geh mal zurück. Jetzt wird hier der Bereich gefädelt. Und der hier. Und der hier. Ja, Mann. Der hat hier nur noch Ausflugbeweg. Ja, und. Okay, gut. Ja. Die hätten hier einen Ausflugbeweg. Die so. Der ist eingezäunt. Voll das Gewimmel hier auf meinen Dingern. Auf meiner Map. Voll das Gewimmel. Weil bin ich Spider-Man-App. Der hat noch einen langen Heimweg. Schnell eine Vollsperrung hinhauen. Wo wir dabei German Truck Driver werden. Aber wir sind nicht Freitag. Ja, German Truck Driver, falls du dir dieses Video anschaust, ich spiele nicht auf dich an. Mit deinem Vollsperrungsfluch. Ich meine, ich sag nur, jetzt muss ich den Leuten Bescheid sagen und dann ruft er an. Hallo, ich bin's der. Ich bin's. Nein! Warum nein? Es ist Freitag! Und du stehst bestimmt im Stau! Oh ja, Mann. Was beweist, dass ich deine Videos anschaue? Ah ja, das ist immer. Aber ich habe dieses Wochenende den Vollsperrungsvideo vermisst. Das heißt, er hat, glaube ich, mal Glück gehabt und mal nicht Freitag gefluchtet worden. Nein! Freitag. Es war Freitag! Wir verlassen uns auf deine Staumeldungen! Und wir lieben sie. Vor allem, wenn er dann anruft, das ist immer das Beste. Oh ja. So, dann ist alles wieder bearbeitet. Kann ich jetzt eigentlich, das teste ich jetzt einfach mal beim Verkehrsunfall aus. Hä, was war das für eine Hube? Keine Ahnung. Kann ich den jetzt losschicken? Was ist das, Kind? KDOW? Nicht mit der nötigen Ausbildung. Das war in der KDOW? Das weiß ich selber nicht mehr. Bin so lange aus dem Feuerwehrdienst raus. Dann kann ich den NEF sozusagen die Personalzuweisung ändern. Dann kriegt der DIN. Ups, so. Und dann können wir den hier. Kann ich das vielleicht nachgucken, wenn ich da jetzt auf meine Leitstelle draufgehe? Wenn auf Feuerwehrzuweisung? Fahrzeugzuteilung, Fahrzeugmarkt. Ich habe sogar schon welche mit fertiger Ausbildung. DKP, FWK. 9 Leute zugewiesen, okay. Wo sollen wir das sein? Da können wir noch jemanden zuweisen. Was sind denn noch für Dinger? Aber bei der Feuerwehr sehe ich den KDOW nicht. Der ist beim Krankenwagen. Da habe ich auch gerade geguckt, Rettungsdienst. Da gibt es eine RTW, NEF und KTW. Warte mal, schaue ich da nochmal nach. Mal schauen, welcher das war. Ich glaube, der war das, oder? Genau, der hat 8 Uhr. So, der ist auch wieder voll. Okay, gut, natürlich, es kann auch sein, dass es, Wie schaut es mit denen hier aus? Sind die entsprechend schon zugewiesen?
Marcel O. Läuft. Mark C. Ernsthaft? Sogar richtig geschrieben? Ja, MC Disaster ist auch in diesem Spiel vertreten. Hast du den Namen schon gemacht, oder? Ja. Also die hier mit den, mit Mark C und so habe ich am Ding, habe ich am Server machen lassen. Und nein, ich meine jetzt da die Namen deiner Einsatzkräfte. Hast du da den Namen verändert? Ja, per Server haben wir die verändert. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Zufall, dass da ein Marcel O und ein Mark C gibt. Nee, ist kein Zufall. Naja, wir können froh sein, dass es da kein SJB gibt. Warum das? Sonst wäre die Page auch noch vertreten. So, Marcel O ist nicht, ist zum Wachensitzer degradiert worden. Wachensitzer. Sitzplatzbeleger. Stuhlwärmer. Also ich habe gar nichts gemacht, aber mach schon. Ey, Stuhlwärmer. Ja, Mann. Staatlich geprüfter Stuhlwärmer. So, dann tun wir noch restlich die Leute zuweisen. Messtechnik, Personal zuweisen, da müssen wir mal gucken. Den hatten wir doch hier irgendwo auch. Da unten haben wir doch schon zugewiesen. Es sind sogar 5 Leute zugewiesen. Das heißt, einen können wir entfernen. Oder 2 können wir sogar entfernen. Jawohl. Dann haben wir noch 3 Messtechnik frei, um einen weiteren Messtechnik Fahrzeug. Ich kümmere mich da mal um unser Leitstellenmaskottchen. Zu helfen. So, dann hier noch ALW2. Der hat wahrscheinlich auch schon entsprechend Leute zugewiesen bekommen. Ja, 3 Stück nur. Wieso hat er nur 3 Stück? Ach so, die anderen sind beim anderen zugewiesen, okay. Geht es eigentlich jetzt, wenn ich den jetzt so zu sagen? Ja, das geht, dann kann ich sogar noch mehr zuweisen, passt. Dann ist der auch voll besetzt. WLF ist auch voll besetzt. Ja, das ist mein Let's Play, wo ich nicht zu viel laber. Gefahrengut. Haben wir den schon? Ja, haben wir auch. Der ist auch besetzt und da sind sogar 4 Leute drin. Das war ja klar. Höhenrettung. Unser Maskottchen geht mal wieder auf Belagerungszustand. Da müssen wir aber noch mehr ausbilden, weil da fehlen noch Leute. Dann, welchen haben wir jetzt gemacht? Höhenrettung. Der ist wohl besetzt, dann DLK. Zuweisen. Zuweisen, zuweisen. So, dann, den haben wir jetzt gerade gemacht, dann hier. 9 Stück. Mutter. Zuweisen, 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 zuweisen und zuweisen, zuweisen und zuweisen. So. Und dann den untersten noch. Nochmal ein DLK. Personalzuweisung. Wo ist er denn? Da sind sie. Zack und zack und zack. Halt, stopp, das ist eine Messtechnik. So. So, und dann sind hier eigentlich noch genügend Leute übrig für die ganze Action hier. So, jetzt sind alle Fahrzeuge dann voll besetzt. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, die Ansätze gehen schnell von der Hand. Gestützte Person, Rettung, RTW und NEF abgeschickt. Was ist das? Diebstahl aus Kfz. Oh, hörst du das? Rettungshubschrauber. Ob das Rettung ist, kein Auto, noch den Hubschrauber. Ich geh mal gucken. Da ist ein Schwamm für die Hölle los. Ich bin mal kurz AFK.
hast du viel. Dann werden wir in die Richtung unterwegs zu sein. Dann muss wieder die Welle loskommen. Ganz schön nett ist da unten. Ach ja. Leute, ich bin wieder zurück. Und wir waren dort stehen geblieben. Weiter geht's. Haben wir denn nicht eigentlich ein Fahrzeug hingeschickt? Ja, wir brauchen noch ein LF. Und hier hätten wir eine kleine Ölspur. Wo sind die Eichhasen? Nö, ist sie nicht. Sind sie gerade, die verwechseln, glaube ich, eine Ölspur mit einer Schlangenspur. Schafft nachher Strauß. Ja, ist ein Penzendorfer Gegend. Ist das nicht beim Niehof hin? Nee. Schau mal, wo die Ölspur ist. An der Rednitz. Wo fährt denn der mit seinem Auto rum, ey? Hey, das ist bestimmt von einem der Rettungsfahrzeuge für GW Wasser gefahren. Oder meine Wasserrettungs... Wasserrettungsleute. Ach, ich glaube nicht. Es gibt da mal noch Einsätze außerhalb von Erdrutschen. Wie da halt immer noch Sondermülldeponie ist. Was gehört? Schau, Sondermülldeponie und das Ding. Obwohl das eigentlich beides sogar nicht mehr gibt. Weil da, wo Sondermülldeponie ist, da ist jetzt der Frankie. Und nee. Der Edeka. Du bist falsch. Das ist hinten in Brennenzembach. Ach so. Das ist da, wo meine Halle ist. Ah. Dann ist es SMV. Sondermüllverbrennung. Ja, wie schon gesagt, es gibt auch ausnahmsweise mal noch was anderes außer Erdrutsche bei mir auf dem Einsatzradar. Mittlerweile ist es ein Baum auf Radweg, Spalterstraße, Eichhasen. Ich futzel gerade, ich tue gerade Fussel aus meinem Bauchnabel rausfiezeln. Ja, das waren ja deine Abonnenten sowas von hören. Möchtest du nicht vielleicht doch ein Videotagebuch für deine Abonnenten führen? Videotagebuch, du kommst drauf, die Idee, ne? Tja. Läuft es dann so, Tag in Nasenbären, um 9.36 Uhr war ich auf dem Klo. Nein, es gehört so, Tag in Nasenbären und willkommen zu einem neuen Eintrag in meinem Videotagebuch. Wir haben jetzt 9.45 Uhr und wie ihr vielleicht unschwer erkennen kann, sitze ich auf dem heiligen Thron bei mir im Bad. Oder Logbuch, Stichwort 10.32 Uhr. Meine Katze hat angefangen zu fressen. Ja, wir sind schon wieder so gestört. Wir haben jetzt eine Minute später und mittlerweile bekam auch ich Hunger. Wie alle Fahrzeuge wieder unterwegs sind. Was das lustig ist? On the road again. Da klaut einer. Nein, du verarschst keine Leute aus meinem Fenster. Ja Leute, gleich hört ihr, wie die Leute verarscht werden. Mann, da gibt's niemand zum Verarschen. Ne? Ach Mann. Wollte ich sagen, die Claudia! Wüsste ich, was natürlich, wenn die Claudia heißen würde? Oh ja. So Leute, was könnten wir jetzt hier noch anstellen? Im Flug geärgert. Katzen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Auf jeden Fall war das unser Leitstellenmaskottchen. Die schon wieder aus dem Fenster glotzt. Ey, schauen wir mal, wie was für sinnlose Fatten der hier macht. Einmal hier im Bogen und hier rein. Anstatt Sprechwunsch. Hier rüber und dann rein. Oh, wo ist Sprechwunsch? Ich glaube, wir haben eine Vergrößerung. Ach nee, hier Sprechwunsch. Gestützte Person. Gestützte Person. Bei dem anderen Spiel hättest du jetzt alle möglichen Schwertransporte rausgehauen, ne?
Eine gestützte Person. Ich kann dir übrigens jetzt gleich mal sagen, wie mein Krankenhaus aufgebaut wird. Was, ob Sarah B. bei dir nicht drin ist? Hast du sie vielleicht direkt entlassen? Wird hier ausgebaut, unverschämt. Ich habe die Sarah B. nicht gehabt. Ich habe Claudia F. gehabt. Nee, doch, ich habe Sarah B. gehabt. Ich habe die ja nicht auf direkt entlassen gemacht. Ich bin auf den Gang auf dein Krankenhaus. Vielleicht fährt dann ja noch hin. Nein, mein LTW ist schon lange da. Da vergessen die Patienten auszuladen. Und jetzt fahren jetzt durch die Gegend. Mit einer Leiche hinten drin. Und beim nächsten Einsatz macht er dann auf. Da ist ja Patientin drin. Die haben wir ja ganz vergessen. Oder die wurde automatisch entlassen, weil jede Stunde wird ein Patient entlassen. Wer ist denn das? Ah, das ist Power Trios. PTs Feuerwache. Das ist ein W-Kart. Wahrscheinlich Weimar Kerner oder wie der heißt. Ja, Werner. Polizeiwache. Ich hab da gerade was gelesen, das muss ich doch gleich mal bei mir in der Polizeiwache nachkontrollieren. Die ausbauen? Toll, jetzt habe ich das Fahrzeug erwischt. derzeit sind keine Personen in Gewahrsam. Zelle. Kannst du ein halbes Gefängnis drin machen, oder was? Da brauchen wir doch gleich mal eine Zelle Neubauer, hä? Zelle würde sich über die Zelle freuen. So, und irgendwie habe ich jetzt hier gerade tote Hose. Ja, ich kann ja gerne was von meinen Erdrutschen abgeben. Alter, hat jetzt Gas gegeben, ey. Jetzt Meter von Zoom! Nitro! Weil du gerade gesagt hast, von wem die Injektion. Ich kann ja gerne was von meinen Erdrutschen abgeben. Nur die nützen dir nichts, bloß keine THW. Trinken, helfen, weitersaufen. 1000 Hektoliter Wodka. 1000 hilflose Wichtel. Tanzen, hoppeln, weiterzappeln. Schau mal, was hier für Action hier in der Stadt ist, Alter. GTA, Alter. GTA Shopping Queen, GTA Shopping Queen. GTA Shopping Queen, GTA Shopping Queen. GTA Shopping Queen, GTA Shopping Queen. GTA Shopping Queen. Zahnarzt. Maze Bank, Flicker Bank, Pacific Standard. Alle ausrauben. Oder warte mal, damit sie anderen Leute auch sehen. Maze Bank, Flicker Bank, Pacific Standard. Als ob da noch die Sparda Bank angezeichnet ist. Oh, Einsatz hier. Hilflose Person. Warnung, hilflos. Hat eine gewisse Person in euch was auf den Rücken gedreht? Ich komm nicht mehr rum. Keller unter Wasser, da könnte man doch mal Verbandseinsatz draus machen. Dann war das aber noch? Weil mein DAW ist nämlich gerade auf dem Rückweg. Wie ist das auf dem Rückweg? Nein, ich nicht. Ja, Einsatz rausgeschickt, gleich wieder 9 reinkriegt. Dann hilft nämlich mein DHW. Was brauchen wir dafür eigentlich alles? Oh, das ist natürlich sehr interessante Angabe von den Einsatzkräften. Ja, das ist auch noch Beta, mein lieber Mozi. Der Schlimme wie Mozilla Firefox, ständig am Motzen, ey. Ich habe nicht gemotzt, ich habe nur angemerkt. So, was ist denn das? Sandgrube. Okay, Sandgrube da, Sandgrube hier. Weißt du was? Mit Alpha, Gamma jetzt ins Beta. Ey, Sandgrube hier. Muss da reinziehen, schau mal. Wie wenig Abstand die haben. Hier ist eine Sandgrube und hier ist eine Sandgrube. Tagebau. Obwohl es diese Gruppe eigentlich gar nicht mehr gibt. Ist die schon ausgeschöpft? Oder? Doch, kann schon sein, dass es die noch gibt. Also eine Sandgrube ist in der Nähe vom Real.
Doch, die gibt's schon noch, die Sandgrube. Dabei war ein Ding hinten bei, weil all die Lidl da hinten ist eine Sandgrube. Ja, das ist die große hier. Da würde ich zwar gern reingehen und so gucken, was da abgeht, aber. Sag mal so. Gesperrtes Gelände. Sag mal so. Ich meine, diese Sandgrube ist ja auch gesperrt. Aber als ich hier mal entlang gefahren bin mit dem Fahrrad, habe ich mich reingecheatet. Und da geht es sehr steil nach unten. Hat Raubershof eigentlich eine Feuerwehr? Nee, das ist ja klar. Das ist ein Kranke für euch, was? Ah, Kleingartenverein. Verkehrsunfall. Ey, sind die Leute so blöd im Auto von oder was? Verbandseinsatz. Also man sieht wieder voll der Fall für Sascha wäre. Du, jetzt hab ich das Spiel im Auto fahren oder was? Nein. Und dann geht's. Mann, diese Standstreifen wohl immer. Und dann geht's doch. Du scheiß LKW, warum bremst du? Da war doch nichts. Wie, du bremst jetzt. Wo wir dabei Sascha vernünftig werden. Ja, wir gucken auch deine Videos und lachen uns über deinen. Wie, du bremst jetzt. Aber das geilste war halt, wie der LKW sich dann nicht getraut hat zu bremsen. Ne? Ja, Mann. Wie, du bremst jetzt. Okay, mal lass mal lieber. Boah, Alter, was bremst du jetzt? Da ist doch nichts davon. Wenn du das noch einmal machst, dann dreh ich deine Sensoren kaputt. Dann dreh ich dir deine scheiß Sensoren raus. Nächste Kurve. Nee, du bremst jetzt. Okay, lass mal lieber. Ich brauch meine Sensoren noch. Sascha vernimmt dich versus Mercedes New Actros. Actros gewinnt. Mich würde mal interessieren, ob der German Truck Driver mit seinen LKW genauso viele Probleme hat. Wenn du das Video schaust, schreib's doch mal in die Kommentare, ob du genauso Probleme mit deinem Scania hast, dass der, wenn, obwohl die Straße kilometerfrei kein Fahrzeug zu sehen ist, du bist auf einer geraden Straße und auf einmal der Notbremsassistent und bremst runter. Oder du kannst uns ja mal schreiben, ob du überhaupt einen Notbremsassistent hast. Oder ob du den ausgeschaltet hast. Wie Sascha vernünftig, wenn er schon sieht, dass dein Auto von der Seite kommt, was schon so von der Auffahrt, ne? Und wie dann schon als Reflex seinen Notbremsassistenten rausmacht. Oh, scheiße, Auto schnell rausmachen. Man, was war denn da? Ups. Schnell Notbremsassistenten wieder reinmachen. Hat die Elektronik hat versagt. Ja. Oh. Gibt's ja eigentlich in der Nähe noch mehr Sandgruben? Was ist das? Oh, hier ist wieder eine Sandgrube. Ey, das ist ein Let's Play und kein Let's Cook. Let's Search. Flugplatzstraße. Kannst du einen Hydra herschieben? Gauchsdorf hat einen Flugplatz, okay. Scared. Da wird kein Hydra gecheatet. Alter Cheater. Warum? Wo soll ich Pegasus anrufen? Pegasus Lifestyle. Hier ist Pyro, hier Pegasus Lifestyle Manager. Sperrbers Lohe. Die läuft bei dir. Das Lustige ist ja, ne? Gehen wir nochmal in die Richtung. Schau mal, was es da gibt. Postbauer Heng. Gibt es nicht da in Nürnberg? Kleinbereich in Nürnberg? Wo der Wonnen zu ist? Kann sein. Das heißt, du glaubst ja, Postbauer Heng. Was das lustig ist? Hm? Da ist der Heidenberg. Und was noch lustig ist? Da ist der Flugplatz. Ja, hier guck. Wie ist Kaffee? Gauchshof. Ah, es ist fertig. Das heißt, ich kann es jetzt eigentlich ja schon hochstellen. Und hier ist der Heidenberg schon. So, das heißt aber erstmal brauche ich das. Was? Ugtal? Hey, schau mal. Da gibt es ein kleines Kaff, das heißt Uggertal. Das ist genau hier in dem. Das ist nicht das fertige Game, das fertige Dings da. Äste auf der Fahrbahn. Da schickt man ein Fahrzeug hin, das langt.
ein Funke, ein Status-Melde-Action hier ist das, ne, das ist nicht mehr normal. Ach ja. In Volkers Gau gibt's einen Super Gau. Ah, so funktioniert. Ah, genau. Aha. Denkt euch nicht, ich habe nur gerade was rausgefunden, wie ich das immer mache. Jetzt weiß ich nicht mehr wieder, wie ich das immer gemacht habe. Die Sache ist doch nicht so blöd, wie sie immer einen Anschein hat. Aber im Grunde ist der Schwaber, der Nürnberger Flughafen eigentlich gar nicht so groß, ne? Der hat ja gerade mal eine Startbahn. Dafür hat er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terminals. Das heißt, wir müssen von da immer dahin, da hin, oder was? Ja. Haben die auch eine Landebahn? Nö. Das ist die Start- und Landebahn. Achso. Das heißt, die sind eigentlich hauptsächlich schon eine halbe Stunde damit beschäftigt, zur Startbahn zu gehen. Ja. Haben aber dafür 4 Hubschrauberlandeplätze. Ja. Auf einem Fleck. Ja. Idiotenhaufen. Ja, schon mal, wo der Dr. Let's Blö, jetzt ist wieder fast gesagt, zur Wache hin hat. Obwohl hier die Feuerwehr ist. Yeah. Gut, normalerweise ist es der Urlaub in dem Fall noch gewesen. Albrecht Dürer Airport haben sie es auch schon geändert. Haben sie auch schon, ja. So, dann. Jetzt will ich mal was wissen, was ist denn das für ein fettes Gebiet hier? Truppenübungsgrafenwöhr. Mondfels. Was ist das? Irgendwas Tschechisches oder so? Das ist auch irgendwie Tschechisch oder so. Erfurt. Standort Übungsplatz Oberohrdorf. Oha, da oben sind noch voll viele Übungsplätze. Und der Berlin da. Da ist der Flughafen. Schauen wir mal, wie groß der ist. Hä, der Berlin ist aber auch nicht gerade groß, schon mehr. Ist das in Berlin? Schon mehr. Der hat auch nur okay, komm jetzt drauf an. Ist das der noch im Baubefindliche oder der andere? Wo ist denn der im Baubefindliche? Wo ist denn der? Keine Ahnung, wir haben glaube ich 3 oder 4, die haben glaube ich einen in Tegel haben sie glaube ich einen, dann glaube ich einen in, fuck, wie heißt nochmal die Gegend, wo Bushido kommt? Schöneberg? Da ist noch ein Airport. Oh, der ist groß. Welcher ist das? Schönefeld. Ja man, die haben 2 Start- und Landebahnen. Sprechwunsch. Jetzt war das. Ich glaube, die haben glaube ich noch einen. Den da oben hat man ja schon. Da in Warneuchten ist noch ein kleiner Flugplatz. Da hinten auch noch mal einer. Strasberg. Warst du eigentlich schon mal in Berlin? Nö. Ich war einmal in Berlin. Ist eigentlich voll eine schöne Stadt. Nur es hat nur einen Makel. Und es reimt sich zufällig auf mein letztes genanntes Wort. Merkel. Wie schaut es in München aus? München hat doch ein großes Ding. Als Beschreibung ist jetzt geil. Hochladen. Hey, Offizierschule der Luftwaffe. Landebahnen. Größer als der Berliner Flughafen. Muss man jetzt wieder da haben? Da ist München. München dürfte doch einen Lauern haben. Ich such den ja gerade. Da oben, Oberschlesheim. Näher ist der Näher haben sie keinen. Strassheim-Ulm. Nee, die haben keinen hier. Sichtlegen. Aber normalerweise ist so eine große Stadt wie München müsste eigentlich einen haben. Ich bin mal gespannt, wie lange es bei dir dauert hochzuladen. Ich bin jetzt schon bei 16 Minuten.
ungefähr. Keine Ahnung, ich werde mich jetzt aber wieder meinen Leuchtenspiel widmen. Geht das jetzt schon? Eine Stunde? Zwei? Es gibt Leute, die stehen auf lange Videos von mir. Hashtag Homeboy. Deine Videos sind nicht das Einzige, was an dir lang ist. Zwölf oder ein Nabel. Ich bin halt der Langhaarer der Bombenlöcher. Du wolltest aufs Klo, so schleich dich. Ich auch. Ich kümmere mich nur schnell um meine Get of the Bank Matches. Sprechwunsch. Fachabteilung, ja. Allgemeine Innere. Mich würde mal interessieren, was der Unterschied ist zwischen Fachabteilung und Nicht-Fachabteilung. Was das für einen Unterschied macht, kriegt man da mehr Geld oder keine Ahnung. Weil das Krankenhaus habe ich nicht gemacht, ich habe überwiegend die Feuerwehr gemacht. Ja, aber die mich interessiert halt, ob du dann mehr Kohle kriegst für den Ding, weißt du schon? Genau. Weil das habe ich schon gesagt, ich nicht gemacht. Ich habe ja bloß mich überwiegend um die Feuerwehr gekümmert und um THW habe ich noch ein bisschen mitgeholfen. Huch, Leute, es hat geklingelt. Ich bin mal kurz weg. Ja, Leute, ich muss das Let's Play beenden, weil das ist eine wichtige Person, wo der kommt. Ich mache einfach dann im Anschluss noch eine Folge. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr neu seid, dann lasst mir doch ein Abo da. Wäre echt super. Und ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch die neue Version mit Intro gefällt oder nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.